Ja, ich bin Hanna, ich bin aus so einem sehr losen Übersetzungskollektiv rund um Black Mosquito, kennt vielleicht die eine oder der andere, da kann man Aufkleber und Buttons und T-Shirts und versehentlich auch mal Theorie bestellen, aber macht das nicht zu viel, das verwirrt uns, wenn ihr das tut. Und wir übersetzen so plus minus seit 10 Jahren Crime-Think-Texte aus dem Amerikanischen ins Deutsche. Und ich bin aber gar nicht so sehr Theorie-Nerd. Ich bin eigentlich eher in das Übersetzen reingekommen, weil es mich genervt hat, dass Leute, die sich an Schienenketten und sich irgendwo abseilen, zu wenig Theoriewissen hatten in meinen Augen. Und ich deswegen versucht habe, quasi als Blockadeaktivistin aus dem Wald und von der Straße so ein bisschen mehr Theorie in den Aktivismus zu bringen. Und das ist schon immer noch auch mein Anspruch. Also ich will jetzt nicht in irgendwelchen universitären Debatten landen, sondern ich glaube, das, was mich an diesen Crime-Think-Texten so gefesselt hat, ist, dass es eine Sprache ist, die in meinen Augen auch kompatibel ist mit nicht akademischem Umfeld. Und genau, deswegen fand ich das irgendwie ganz spannend und dann fanden das andere Leute auch spannend und dann habe ich viele Veranstaltungen damit gemacht und der eine oder die andere hier war ja auch schon auf anderen Crime-Think-Veranstaltungen, zum Teil mit mir, zum Teil mit anderen Leuten und da habe ich auch irgendwie eine Menge Spaß dran und hoffe, dass ihr mir viel widersprecht und wenn ihr was ganz doof findet, mich mit fauligen Tomaten bewerft. Also ich will sagen, scheut euch nicht, mir ins Gesicht zu sagen, dass ihr was Blöde findet, was ich gesagt habe. Grundsätzlich zu unseren Übersetzungen finde ich wichtig dazu zu sagen, dass eine Übersetzung nie neutral ist und auch nicht sein kann. Dass wir natürlich uns bemühen, nicht zu verfälschen, aber dass immer in das, was wir übersetzen, mit reinspielt, dass wir weiße, privilegierte Kinder von bürgerlichen Eltern sind. Und das will ich nur einmal klar machen, dass wir natürlich auch irgendwie unseren Platz in dieser Gesellschaft haben und nicht davon frei sind, dass das einen Einfluss hat auf das, was wir schreiben und tun, ohne dass wir das bewusst wollten. Ich glaube, das reicht zu mir als Person auch. Ja, also dann würde ich uns einfach jetzt schon gleich mal ins Gespräch starten zum Buch selber. Vielleicht, also es ist ja schon gesagt, manche haben vielleicht auch schon Veranstaltungen von euch besucht, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht erstmal zu Beginn, bevor wir näher in das Buch eingehen, vielleicht nochmal zu Crime Things selbst. Also kommt ja selber eher, also ganz ursprünglich eher so aus den USA und versteht sich ja schon explizit als anarchistisch. Einige Bücher wurden ja auch mittlerweile ins Deutsch übersetzt, wie zum Beispiel Message in a Bottle oder Work, die wir auch am Infotisch halt haben. Genau. Natürlich ist natürlich auch anarchistische Theorie sehr konträr. Da gibt es auch harte Kämpfe untereinander. Was natürlich vieles immer eint, ist so eine Absage an Staat und an den Vermittlungsformen, als auch am Marxismus. Vielleicht gehst du am Anfang kurz noch mal kurz ein auf die Entwicklungsgeschichte von Crime Thing und vielleicht auch, wie du die jetzt innerhalb von so anarchistischen Theorien einordnen würdest. Also ich glaube, die Ursprünge sind viel punkiger, als das heutige Auftreten von Crime Think ist. Die kommen so aus der Hardcore-Bewegung, aus dem Food-Not-Bombs-Bereich, also aus so DIY-Kultur auf der Straße und so widerständiger Subkultur. Und die ersten Texte, die Crime Think auch bekannt gemacht haben, aber eben auch und auch zu Recht in die Kritik gerückt haben, waren so Texte, die naiv, blumisch-poetisch, sage ich mal, daherkamen. Zum Beispiel so ein Text, der einfach nur Fragen gestellt hat. Wie viele Stunden am Tag verbringst du hinter einer Scheibe? Von was wirst du eigentlich abgeschirmt? Wie viele Stunden verbringst du vor einem Bildschirm? Und wie viel Zeit eigentlich mit Leuten, die dir wichtig sind? Und wäre dein Leben ein Film, würdest du ihn dir angucken? Das ist jetzt erstmal keine hochkomplexe Analyse, die dahinter steht, aber trotzdem eine Art von Zugang zu Theoriedebatte, der Leute irgendwie dem näher gebracht hat, sich solche Fragen überhaupt mal zu stellen und sich anzugucken, wie wollen wir eigentlich leben und gibt es nicht noch was anderes. Und ganz viele frühe Crime-Think-Texte sind Plädoyers für so einen ganz radikalen Bruch mit Gesellschaft, für so ein Aussteigen, für so ein subkulturell widerständiges Kämpfen, ohne sich an irgendwelche Fesseln zu halten. Und ich glaube, genau als das waren und sind sie sehr, sehr wertvoll, weil sie Mut machen, andere Wege zu gehen. Trotzdem gab es daran, wie ich finde, ein Stück weit zu Recht die Kritik, dass es irgendwie sehr privilegiert ist, so zu tun, als könnten
alle Leute einfach aussteigen, weil es irgendwie bestimmte Zwänge nicht sieht oder ausblendet oder so. Und das sieht man halt auch an den Crime-Think-Texten der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass sie deutlich analytischer geworden sind. Sie werden damit natürlich auch ein Stück weit weniger poetisch. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass es in der Sprache einen sehr hohen Anspruch gibt, das vermittelbar zu halten. Und ganz häufig reagiert Crime Think mit Texten und Veröffentlichungen auf aktuelle Debatte mit einem sehr strategischen Ansatz. Also in so Zeiten, wo viele Fragen offen sind und wo nicht so ganz klar ist, wo können wir denn jetzt eigentlich anfangen, wenn wir eine radikale Veränderung der Welt wollen, war unsere dann gemeinsam gefundene Antwort auf diese Frage, dass man alles verändern muss und dass es egal ist, wo wir anfangen, Hauptsache wir fangen an. Und als Resultat dieser Debatte haben wir das dann in eine Broschüre geworfen. Und am Anfang war das ein sehr US-zentriertes, diffuses Netzwerk. Das hat sich aber im Laufe der Jahre auch geändert und gerade diese Alles-Verändern-Kampagne, die ich gerade auch genannt habe, wo auch diese Broschüre bei rausgekommen ist, die war tatsächlich eine Kooperation von Leuten aus über 20 Ländern und das ist in unendlich vielen Sprachen erschienen. Und das zeigt auch so ein bisschen die Öffnung dieses Netzwerks und in den Kontext würde ich auch dieses Buch einordnen, weil es halt neben einem allgemeinen Einleitungstext Fallbeispiele aus Bosnien, aus Slowenien, aus Griechenland, aus Spanien mit drin hat und damit eben versucht wegzukommen nur von diesem US-Fokus. Die Einordnung innerhalb anarchistischer Debatte, ich habe keine Ahnung von anarchistischer Debatte, glaube ich. Ich weiß nicht mal so genau, was anarchistische Debatte eigentlich ist. Vielleicht ist das der eigentliche Knackpunkt daran. Also jetzt vor ein paar Wochen war in Hamburg so ein Kongress, der hieß Anarchistische Perspektiven auf die Wissenschaft. Und da gab es dann eine Lesung zu Louise Michel. Also wenn das die Theoriedebatte des Anarchismus ist, sich mit historischen Personen irgendwo in der Pariser Kommune auseinanderzusetzen, finde ich das nicht falsch. Aber dann denke ich mir, okay, der Bezug von Crime Think dazu ist, die beschäftigen sich auch manchmal mit der Pariser Kommune. Aber also mir fällt es, glaube ich, schwer, das in einer konkreten Abgrenzung von anderen anarchistischen Theorien zu begreifen, weil ich gar nicht so sehr das Gefühl habe, dass mir das, was im akademischen Diskurs so an anarchistischer Theorie passiert, so besonders relevant erscheint. Also ich glaube, das ist das, was für mich Crime Think da von anderen Sachen unterscheidet, dass ich das mitnehmen kann in meine Praxis. Also dass ich das Gefühl habe, in meinen ganz realen Erfahrungen im Alltag, darauf werde ich später auch nochmal eingehen, also in meiner politischen Arbeit, helfen mir die Gedanken, die hier drin stehen. Und das habe ich halt bei anderen Sachen nicht. Okay. Ja, dann lass doch eh gleich mal ins Buch reingehen. Also das Buch selber ist ja so ein Stück weit zweigeteilt. So. Und im ersten Teil des Buchs geht es ja eben zum Großteil so um die unterschiedlichen Facetten von Demokratie. Und auffallend war ja zum Beispiel dabei, dass sie sich unter anderem eben auch an Abraham Lincoln orientieren, der so diese Aufteilung macht. Man kann halt bei gesellschaftlichen Zuständen unterscheiden zwischen einer Diktatur, einer Mehrheitsregierung oder Anarchie. Crime Think hat sich da ja auch klar positioniert. Genau, aber prinzipiell wird ja sozusagen Demokratie auch in dem ersten Part eigentlich so in seiner geläufigen Form, auch in seiner direktdemokratischen Form halt beidesgehend kritisiert, beziehungsweise eben auch so abgelehnt. Da vielleicht erstmal so voll ins Thema rein, kannst du da nochmal ein bisschen ausführlicher das Ganze zum Ausdruck bringen und woraus sich natürlich dann die Kritik von Crime Think dann halt überhaupt speist von dem Ganzen? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, total sinnvoll, das mit aller Klarheit auch zu betonen. Jede Erwähnung des Begriffs Demokratie in diesem Buch ist eine ablehnende. Es gibt hier keine Positivbezüge auf Demokratie als Begriff. Das sage ich deswegen, weil es tatsächlich in vorherigen Veranstaltungen deswegen Missverständnisse gab. Also der Begriff der Demokratie ist unglaublich positiv konnotiert. Und das ist im Grunde auch der Einstieg, den dieses Buch wählt, zu sagen, naja, darauf bezieht sich Bush, wenn er den Irak bombardiert, darauf bezieht sich Obama, wenn er sich positiv auf Aufstände in Ägypten bezieht, darauf bezieht sich aber auch Occupy Wall Street, weil sie sagen, sie haben die echte Demokratie gefunden. Also das, was wir da merken, ist, dass es so ein unglaublich vager, großer Begriff ist, der von ganz vielen Leuten als Projektionsfläche für irgendwie das Gute benutzt wird. Und da versucht halt dieses Buch ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen und so die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Werte und
Grundüberzeugungen, die uns irgendwann mal dazu gebracht haben, dann als Resultat Demokratie zu fordern, weil wir dachten, der Begriff beschreibt das. Also ist das irgendwie ein auf Augenhöhe miteinander umgehen, ein Leute nicht ausgrenzen, Inklusivität. Also was ist denn eigentlich das, was es ausmacht? Und sollten wir uns nicht vielleicht eigentlich auf diese Grundwerte, die uns dazu gebracht haben, beziehen, statt auf diesen komischen, diffusen Begriff? Das ist sozusagen die eine Frage. Und die andere Frage ist dann die rein begriffliche, sich anzugucken, was ist Demokratie denn eigentlich immer? Also nicht, was ist es in einer bestimmten Ausformung, sondern was macht es per se aus? Also ohne welche Bestandteile kommt Demokratie einfach grundsätzlich nicht aus? Und die meisten Leute hier werden das kennen. Ich glaube, das ist im englischsprachigen Raum ein bisschen anders. Die klassische Schuldemokratie-Definition ist, wir teilen das Wort in zwei Teile, dann haben wir Demos und Kratos oder Kratein, wie auch immer, aber und dann haben wir da Volk und wir haben da Herrschaft. Und im Grunde hilft genau diese Aufteilung in die beiden Wortbestandteile auch für die Demokratiekritik, die hier gemacht wird. Also der erste Teil ist dieses Demos. Was ist das überhaupt? Also was ist dieses Volk, was ich brauche, um dann eine Volksherrschaft zu machen? Und der erste Punkt ist da die Zugehörigkeit. Also ein Volk muss ich irgendwie definieren. Das heißt, es muss Menschen geben, die definieren, wer dazugehört und vor allem, wer nicht dazugehört. Also ich habe immer ein Innen und ein Außen. Ich habe ein Dazugehören und ein Nicht-Dazugehören. Und ich habe damit auch potenziell ein Wir und ein Die Anderen. Also ganz grundlegende Gruppenkonflikte sind im Grunde vorprogrammiert, wenn ich zwanghaft die Welt in verschiedene Demokratien, die nebeneinander stehen, einteile. Ganz egal, wie groß oder klein die sind. Also ob das die Demokratie meiner WG gegen die WG oben drüber ist oder ob das die Demokratie meines Hauses gegen das Nachbarhaus ist oder meiner Straße gegen die Nachbarstraße oder meiner Stadt gegen die andere Stadt. Also es ist alleine in diesem Erschaffen eines wie auch immer homogenen, aber Volkes, ist halt schon dieser Abgrenzungsgedanke mit drin. Das ist sozusagen der eine Teil der Kritik, dass Demokratie immer Demos braucht. Die Ausgestaltung dessen ist natürlich in der Realität sehr, sehr grausam. Das darf man dabei natürlich auch nicht ausblenden. Die Ausgestaltung in Athen war, du musst Besitz haben und die richtige Staatsbürgerschaft und männlich musst du auch noch sein. Das hat sich natürlich irgendwie geändert und modernisiert, aber ich brauche immer noch einen bestimmten Pass, ich muss innerhalb bestimmter Grenzen geboren sein. Also es gibt immer noch Länder, in denen bestimmte Menschen das Wahlrecht verlieren können. Auch hier können Menschen unter bestimmten Bedingungen Wahlrecht verlieren. Das ist so der eine Teil, also es gibt eine Definition von Dazugehören und eben auch eine Sanktionierung als nicht mehr Dazugehören. Die Möglichkeit von Ausschluss. Der andere Teil ist jetzt dieses Kratos. Da wird das Buch so ein bisschen geschichtlicher und guckt sich an, was eigentlich noch an Wörtern diesen Wortstamm teilt, so Plutokratie und Aristokratie, um klarzumachen, dass das andere Staatsformen sind, in denen es ganz genauso Gefängnisse gibt und Knäste gibt, Polizei gibt und Gerichte gibt. Und also ganz, ganz viele Strukturen, die wir so kennen, gibt es in anderen Kratos-Gesellschaften auch. Und da würden wir sie eindeutig als was Negatives wahrnehmen und sagen, okay, dagegen sollen Menschen auf die Straße gehen. Das ist was total Wünschenswertes, das abzuschaffen. Aber wenn es plötzlich das Volk ist, was diese Dinge legitimiert, sollen sie in Ordnung sein. Also das, was vorher eindeutig Zwang war und heute nach den gleichen Regeln weiter funktioniert, soll, weil wer anders an der Spitze steht, was Gutes sein. Das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Dreh, sich von der Seite auch diesem Kratos zu nähern. Und insgesamt geht es dann hier eben auch um antike Mythologie und die Frage, was war denn Kratos eigentlich in dieser Prometheus-Geschichte und sich von der Seite aus nochmal dieser Machtfrage zu stellen, welche Art von Macht Kratos eigentlich ist. Also, dass die Art von Macht oder Herrschaft, die Kratos meint, eben nicht ist Selbstermächtigung und wir machen das selber, sondern beherrscht werden.
Also Kratos ist immer der Tyrann. Genau, das ist sozusagen der Gedanke. Das Buch arbeitet, um das so ein bisschen zu illustrieren, auch mit einer ganzen Menge an Zitaten. Ich habe einfach mal drei rausgesucht, um so aufzuzeigen, in welche Richtung das geht. Das erste kommt von Saddam Hussein, der da sagt: Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Ausübung der Demokratie und legitimer zentralisierter Kontrolle der Verwaltung, entsprechend dem wohlbekannten Gleichgewicht zwischen Zentralisierung und Demokratie. Demokratie festigt die Beziehungen innerhalb der Bevölkerung und ihre größte Stärke ist der Respekt. Die Stärke, die sich aus der Demokratie ergibt, setzt ein höheres Maß an Einhaltung von Befehlen mit großer Sorgfalt und großem Eifer voraus. Und demgegenüber ein Zitat von Malatesta aus einer Schrift, die heißt Gegen die verfassungsgebende Versammlung wie auch gegen die Diktatur. Und da sagt er: Eine verfassungsgebende Versammlung ist das Mittel, das von der privilegierten Klasse verwendet wird, wenn eine Diktatur nicht möglich ist. Entweder um eine Revolution aufzuhalten oder, wenn eine Revolution bereits im Gange ist, um ihr Fortschreiten zu verhindern, unter dem Vorwand, sie zu legalisieren. Sie wird verwendet, um möglichst viele der Errungenschaften, die die Menschen während des Aufstands erlangt haben, wieder rückgängig zu machen. Und als drittes Zitat noch ein Emma Goldman-Zitat, die in einem Text zum Frauenwahlrecht geschrieben hat: Die Geschichte der Bemühungen des Menschen in der Politik zeigt, dass ihm diese überhaupt nichts gebracht haben, was er nicht auch auf direkterem Wege zu einem geringeren Preis und für einen längeren Zeitraum hätte erreichen können. Tatsache ist, dass er sich jeden Zentimeter Boden hart und ausdauernd erkämpfen musste, und zwar durch einen endlosen Kampf für die Selbstbehauptung, nicht durch das Wahlrecht. Es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass die Frau in ihrem Aufstieg zur Emanzipation Hilfe vom Stimmzettel bekommen hat oder bekommen wird. Das finde ich ganz spannend, sich das zu vergegenwärtigen, weil ja so Frauenwahlrecht gerne verklärt wird als so eine unglaublich große feministische Errungenschaft. Und natürlich im Rahmen von ganz eng gesehen Gleichberechtigung erstmal auch ein offenkundig irgendwie naheliegender Schritt ist, aber eben schon in der Zeit nicht unkritisch betrachtet worden ist, sondern auch da schon von anarchistischer Perspektive eine Warnung davor ausgesprochen wurde, was das eben auch alles befrieden kann und dass es die Probleme nicht lösen wird. Ich würde, um jetzt nicht nur Zitate zu lesen, auch noch mal so ein bisschen in den Text reinlesen, aber gar nicht so sehr viel. Aber dann kriegt ihr so ein bisschen einen Eindruck, wie das hier so argumentiert. Der Glaube daran, dass institutionelle Maßnahmen dazu dienen können, Mehrheiten im Zaum zu halten, bedeutet, darauf zu setzen, dass die Institutionen immer besser sein werden als die Menschen, die sie führen. Je mehr Macht wir den Instrumenten der Regierung gewähren, umso gefährlicher werden diese Instrumente sein, wenn sie gegen die Marginalisierten eingesetzt werden. Wenn es das Ziel ist, die Minderheiten vor der Mehrheit zu schützen, dann kann die Zentralisierung der gesamten Macht und Legitimität in einer einzigen institutionellen Struktur das Problem nur verschärfen. Minderheiten müssen die Macht haben, sich selbst zu verteidigen, wenn sie nicht von der Mehrheit dominiert werden sollen. Nur eine dezentrale Machtverteilung, verstärkt durch eine kollektive Verpflichtung zur Solidarität, kann sicherstellen, dass sie diese Macht immer haben werden. Wenn eine Bewegung versucht, sich aufgrund der gleichen Prinzipien zu legitimieren wie die staatliche Demokratie, versucht sie am Ende nur, den Staat in seinem eigenen Spiel zu schlagen, selbst wenn sie es schafft. Die Belohnung für den Sieg ist, benutzt und institutionalisiert zu werden, ob innerhalb der bestehenden Regierungsstrukturen oder indem diese neu erfunden werden. Somit enden Bewegungen, die als Rebellion gegen den Staat beginnen, damit, ihn neu zu erschaffen. Das ist auch schon sehr stark eine der Thesen, die dann in dem nächsten Fallbeispielteil häufiger aufgenommen wird. Da werde ich bestimmt später auch nochmal drauf zurückkommen. Und ein letztes Zitat aus dem Abschnitt habe ich noch, beziehungsweise zwei.
Die einzig sichere Methode, um Übernahme, Manipulation und Opportunismus erfolgreich zu vermeiden, ist, jeder Form von Herrschaft die Legitimierung zu verweigern. Wenn Menschen durch flexible, horizontale, dezentralisierte Strukturen ihre Probleme lösen und ihre Bedürfnisse direkt erfüllen, dann gibt es keine AnführerInnen zu korrumpieren, keine formalen Strukturen, die verknöchern könnten und kein einziges Verfahren, das missbraucht werden kann. Ohne Machtkonzentration können diejenigen, die an die Macht wollen, keinen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Eine unbeherrschbare Bevölkerung wird sich wohl gegen Möchtegern-TyrannInnen verteidigen müssen, aber es wird seine eigene Stärke nie hinter die Herrschaftsbestrebungen irgendeines Despoten stellen. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, die Menschheit ohne Regierung neu zu denken. Die meisten Modelle staatenloser Zusammenhänge, die uns in unseren ersten 200.000 Jahren getragen haben, sind längst ausradiert und zwei Jahrhunderte anarchistischer Theorie kratzen nur an der Oberfläche. Erstmal wollen wir euch ein paar Grundwerte ans Herz legen, die uns über die Demokratie hinausführen könnten und ein paar allgemeine Vorschläge, die dabei helfen sollen, zu verstehen, was wir anstelle des Regierens tun könnten. Die meiste Arbeit ist jedoch noch zu tun. Und das, was dann die Vorschläge sind, die werde ich nicht im Einzelnen lesen, sind Horizontalität, Dezentralisierung, Autonomie, Anarchie, das Entzaubern von Institutionen, das Schaffen von Orten der Begegnung, das Pflegen von Gemeinschaft bei Bewahrung von Unterschieden und das Lösen von Konflikten, was darin resultiert, sich zu weigern, sich regieren zu lassen. Das vielleicht zu dem Einleitungsteil. Genau, du bist ja jetzt auch schon mal auf diese Fallstudien halt eingegangen. Das ist ja dann eben der zweite Teil des Buches, der sich ja dann teilweise auch eher so wie Reportagen auch ein Stück weit lesen liest. Und genau, da werden halt eben so Bewegungen wie Podemos in Spanien, Syriza in Griechenland oder die 150 Bewegungen in Slowenien halt irgendwie genannt, natürlich auch noch andere. Und alle Bewegungen sind ja doch in einer gewissen Art und Weise halt gescheitert. Wie ist so dein Eindruck? Also lassen sich da bestimmte Muster bei den Bewegungen feststellen oder stellt das Buch die her? Und weiter, ob da überhaupt so direkt von einem Scheitern gesprochen werden kann? Also wahrscheinlich schon in ihrer Dynamik, aber haben sich da auch bestimmte Elemente auch sozusagen bis heute überlebt, die sozusagen abseits von so spektakulären Szenen, die solche Bewegungen immer mit sich bringen, überlebt haben? Ich würde, um die Frage zu beantworten, tatsächlich versuchen, so ganz kurz zu skizzieren, wovon wir reden, weil ich glaube, dass diese im weitesten Sinne aufständischen Momente gerne auch verklärt werden. Und da finde ich das ganz spannend, dass es hier halt in dem Buch Berichte sind von Leuten, die auch vorher schon politisch organisiert waren, sich vorher auch schon als AnarchistInnen begriffen haben und ihre Sicht auf diese Zeit eben rückblickend versuchen zu schildern. So, wie kam es dazu? Was hat das überhaupt ausgelöst? Konnten wir damit rechnen? Also jetzt ein diffuses anarchistisches Wir. Und was hat das für uns bedeutet und was nehmen wir daraus mit? Der Beginn dessen ist hier mit Spanien. Also es gibt hier keine Texte zum sogenannten arabischen Frühling. Wo man, glaube ich, bei Spanien natürlich auch eine sehr widerständige Geschichte mitdenken muss, wo irgendwie klar war, da gibt es eine auch in breiter Bevölkerung verankerte positive Bezugnahme auch auf das sich organisieren. Nichtsdestotrotz halt auch jahrzehntelange Befriedung durch eine vermeintliche, vielleicht nicht vermeintliche linke Regierung und damit halt auch viel Marginalisierung der Leute, die eben nicht hinter dieser dann linken Regierung standen. Und der Frust hat dann halt 2011 ein Ventil gefunden und es gab einen Generalstreik, es gab Plünderungen, es gab Straßenkampf und dann gab es den Versuch, das Ganze zu vereinnahmen. Diese 15M-Bewegung war offiziell pazifistisch und hat sich zwar auf den arabischen Frühling bezogen, aber so getan, als wäre da auch alles total pazifistisch abgelaufen und als müsste man nur die richtigen reformistischen Forderungen an die richtigen Leute auf die richtige Art stellen und sich selber ein bisschen anders organisieren. Und dann ginge das auch alles ohne Gewalt, haben weitgehend auch die Dinge, die in den zwei Wochen davor passiert sind, totgeschwiegen. Und in diesen Plenar, die es dann da gab, oder General Assemblies oder Generalversammlungen oder wie auch immer man diese
unglaublich riesigen Zusammenkünfte während dieser Platzbesetzungsphase nennen mag, war dann aber relativ klar, dass es irgendwie zumindest einen diffusen Bezug auf Konsensprinzip gab und dadurch konnten anarchistische Kräfte innerhalb dieser Treffen verhindern, dass es eine offizielle Linie zu Pazifismus gegeben hätte oder dass es ein offizielles Distanzieren von anderen Sachen gegeben hätte. Das heißt, es gab da von Anfang an die Versuche und aus anarchistischer Perspektive ist dann versucht worden, gezielt in diese Versammlungen reinzugehen, trotz der grundsätzlichen Kritik an dieser Organisierungsform und da quasi Schlimmeres zu verhindern. Insgesamt ist die Einschätzung, dass der Grund dafür, dass das gerade in Spanien dann so groß war, dass es leichter war, dass dahin die Rebellion von woanders überschwappte und dass es einen relativ schwachen Staat gab und Angst vor Verschlechterung der eigenen Lebenssituation und dass es dadurch irgendwie so eine Gemengelage gab, in der das halt möglich war und es im Grunde auch ein Stück weit absehbar war für politische Bewegung, dass irgendwas in die Richtung entstehen würde. Von daher auch klar war, es wäre möglich, sich auf sowas vorzubereiten. Natürlich irgendwie nur diffus, aber so ein bisschen so der Gedanke, okay, wie können wir uns denn dem eigentlich stellen, dass wir wissen, irgendwas wird passieren. Das, was geschildert wird, was ich ganz spannend fand, weil ich es so doll auch aus meiner Praxis kenne, waren so Momente, wo Leute mit Bezug auf das Plenum gesagt haben, das darfst du jetzt nicht, das ist nicht pazifistisch genug oder das ist nicht vom Plenum abgesegnet. Also eine Sache wird hier geschildert, wo eine Person eine Bank ansprühen will oder so, also vielleicht auch kaputt machen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sowas und dann andere Leute sagen, nein, das darfst du nicht, weil das nicht vom Plenum abgesegnet ist. Und das erinnert mich sehr stark an so Sachen, die zum Beispiel bei den Ende-Gelände-Protesten passiert sind, dass Leute zu anderen Leuten hingegangen sind und gesagt haben, du darfst jetzt auf den Schienen keine Barrikade bauen, das entspricht nicht dem Aktionskonsens. Also wo man merkt, dass diese eigene Form von Regierung, die da aufgebaut wurde, plötzlich die neue Legitimierungsinstanz für alles ist und der Bezug für alles und quasi so das Gesetz, was Leuten Dinge erlaubt und eben auch Dinge verbietet. Ich habe auch an anderen Stellen immer wieder an so Erfahrungen aus meinem Umfeld denken müssen, zum Beispiel die Ablehnung, auf die es treffen kann, wenn Leute innerhalb dieser quasi vorgegebenen oder vorgedachten Struktur von Beteiligung im Plenum mit Vetorecht plötzlich davon Gebrauch machen, aber eine Position haben, die den Leuten, die eigentlich den Ton angeben wollen und auch meinen, das zu können, nicht passt. Dass dann nämlich plötzlich so Debatten entstehen, wie ob es ein Veto gegen ein Veto geben kann oder so. Also so ganz skurrile Momente, wo man so merkt, dass was eigentlich erzählt wird an Form, wie sie gedacht ist, wird zu einer totalen Farce. Und das zieht sich durch viele dieser Fallbeispiele, dass die Erfahrung ist, dass die Form immer dann zwanghaft versucht wurde, umzudeuten, wenn die Resultate den gerade Mächtigeren innerhalb dieser Plenumsstrukturen nicht passten. Das, was in dem Text aus Spanien relativ deutlich betont wird, ist, dass dieser definierte Pazifismus eine Selbstbefriedung ist. Also sich selber vorzuschreiben, auf jeden Fall nicht Situationen zu eskalieren, dass das als was sehr Einengendes von anarchistischer Seite betrachtet wurde und eben als was, gegen das sie viel Energie aufgebracht haben, in Treffen reinzugehen, um ganz gezielt eben sowas zu verhindern. Eins der Probleme, mit denen auch verschiedene von diesen Gruppen, die hier ihre Perspektive schildern, konfrontiert waren, ist, dass ganz häufig reformistische Gruppen ihre eigentlich total braven Forderungen mit so revolutionärer Rhetorik rüberbringen. Und dass es ein großes Problem ist, wenn plötzlich eine Organisation oder ein Zusammenschluss so tut, als wäre die Forderung nach direkter Demokratie das Revolutionärste, was man sich nur vorstellen kann. Und sie am Ende aber im Detail die Veränderung irgendeiner Steuer fordern. Also
ich glaube, im deutschsprachigen Kontext das bekannteste Beispiel dafür ist tatsächlich Attac, wo der Name schon bedeutet, sie sind ein Zusammenschluss für die Besteuerung finanzieller Transaktionen. Der Slogan, der sie bekannt und groß gemacht hat, ist aber: Eine andere Welt ist möglich. Das ist schon, finde ich, eine sehr beeindruckende Diskrepanz zwischen: Eine andere Welt ist möglich und wir fordern die Besteuerung ganz bestimmter finanzieller Transaktionen. Und das ist eben eins der Probleme, die hier auch ganz häufig beschrieben werden, dass diese Revolutionsrhetorik, die eben ganz viel gepaart ist mit diesem Positivbezug auf den Demokratiebegriff, es unglaublich schwer macht, für wirklich grundlegende Veränderungswünsche sich überhaupt Gehör zu verschaffen und nicht marginalisiert zu werden, weil es eben den Wunsch nach grundsätzlicher Veränderung doch gibt, aber dann eben ganz starke Vereinnahmungs- und Professionalisierungstendenzen auf der anderen Seite. Eine Sache, die ich sehr schön fand in diesem Buch, war die Positivbesetzung von dem Begriff des Chaos. Zu sagen, im Grunde ist das nicht ein Vorurteil gegenüber Anarchismus, sondern genau das, was wir wollen. Also wir wollen im engeren Sinne das, was ein Mathematiker oder eine Mathematikerin als Chaos bezeichnen würde. Nämlich irgendwas, was als Ganzes betrachtet funktioniert, aber nicht ein Zentrum hat. Und das fand ich eine ganz schöne Idee, sozusagen auf die Art diesen Chaosbegriff nochmal anders, neu und positiv zu besetzen. Die Analyse, die in dem Text aus Spanien gemacht wird, ist, dass diese Enttäuschung damit, dass es irgendwie alles dann nicht funktioniert hat, mit diesem Großplänen und diesem davon irgendwie Teil sein wollen, dass es dazu führt, dass die Leute sich doch wieder von den Inhalten entfremden, weil die Form wichtiger wird als der Inhalt, über den geredet wird, dass Leute dann doch wieder quasi zu ZuschauerInnen werden, weil diese Generalversammlungen so riesig werden, und dass jedem anderen Ort die Legitimität abgesprochen wird, da auch Entscheidungen zu treffen. Also dass so ein riesiges Camp, wo Leute zum Beispiel in der Küche über Dinge reden oder beim EA über Dinge reden oder im Sani-Zelt über Dinge reden, plötzlich die Frage stellen müssen, ob sie überhaupt noch entscheidungsbefugt sind oder ob sie jetzt für jedes Pflaster, was sie einkaufen wollen, zum Plenum laufen müssten. Also dass es im Kopf was ändert, wenn ich das Plenum zur einzig legitimen Entscheidungsstelle mache. Und deswegen ist das, was sich durch alle Texte zieht, der Grundgedanke, dass nicht grundsätzlich das Abhalten von Generalversammlungen oder Plenar das Problem ist, sondern aus diesen Plenar eine Institution zu machen, die Macht zentralisiert. Also, dass das Problem nicht der Austausch ist, einen Ort zu schaffen, wo man über Ängste reden kann, über Sehnsüchte, über Träume, über Utopien, über Gewalterfahrungen, was auch immer, sondern dass das Problem dann entsteht, wenn ich daraus eine zentrale Entscheidungsinstitution mache. Das spanische Resümee ist, dass es einen Mangel an Utopie gab, also dass das eine der Schwächen dieser Bewegung war, es nicht zu schaffen, diesen geöffneten Raum für Utopiedebatte ausreichend zu nutzen. Und dass es tatsächlich zu wenig handwerkliche Fähigkeiten gab. Also handwerklich jetzt im sehr weiten Sinne. Also heilen und ernähren und bauen und reparieren und all sowas. Also dass es daran einen ganz konkreten Mangel gab an Dingen, die uns im ganz echten Leben helfen. Der griechische Text macht sehr ähnliche Einschätzungen und schafft es aber nochmal zu sagen, wir sollten diese Sachen nicht verklären. Also sowas wie die Proteste in Griechenland, die waren halt ein erster Schritt. Die waren für ganz viele Leute individuell ein erster Schritt, weil sie ausgebrochen sind aus den Zwängen, die sie vorher in ihrem Leben hatten. Aber die waren auch für die Bewegung nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als ein erster Schritt. Das macht so ein bisschen die Frage nach diesem Erfolg auf. Also ist das nur erfolgreich oder nicht? Natürlich irgendwie nicht, aber eben halt auf ganz vielen Ebenen auch schon, nur dass es nicht so groß ist, wie es dann gerne gemacht wird und sich Menschen darauf halt nicht ausruhen können. Also dass es nichts ist, wo wir sagen können, okay, Revolution haben wir jetzt gemacht, ist zu den Akten gelegt, jetzt machen wir was anderes, sondern dass halt irgendwie so ein stetiger Vorgang ist. Der dritte Text ist dann der Text, der sich mit Occupy beschäftigt und da vor allem eine Perspektive auf die Dynamik von den Occupy-Protesten wirft und
herausarbeitet, dass die Aktionen, die Occupy groß und stark und bekannt gemacht haben, immer die waren, die nicht vom Plenum abgesegnet waren. Also, dass es gerade die Dynamik gab, Häuser zu besetzen, weil sich eine Gruppe in einer Kleinstadt entschieden hat, gegen den Willen vom Plenum Häuser zu besetzen. Und das skurrilerweise, das fand ich auch sehr interessant, eine Dynamik ausgelöst hat, zum einen, dass es mehr Hausbesetzungen gab und zum anderen aber auch, dass diese General Assemblies plötzlich unglaublich interessant wurden. Also die Hausbesetzungen, obwohl nicht von diesem Plenum abgesegnet, hatten eine Werbewirkung für die Plenar. Und das, was hier als These aufgestellt wird, ist, dass der Grund dafür der ist, dass die Plenar quasi als der Ort betrachtet wurden, wo all diese Macht zentralisiert ist. Also all diese Macht, die Occupy ganz offensichtlich ja hatte, was man ja an den Taten gesehen hat, die haben Leute gemeint zu finden, indem sie aufs Plenum gehen. Haben dabei aber nicht verstanden, dass man nicht das Plenum nehmen kann und dann die Macht hat, sondern dass immer nur so viel Macht in dem Plenum ist, wie die Leute da auch reintragen. Also dass es überhaupt nicht hilft, wenn ich da hingehe und da rede und dann machen plötzlich alle Leute das, was ich will, sondern dass es halt auf die Initiative ganz realer Menschen ankommt. Und das deswegen natürlich eine Projektion ist, zu glauben, ich muss nur in das Plenum gehen und dann verfüge ich über diese Macht von Occupy. Einen anderen sehr spannenden Punkt aus diesem US-Bericht, den ich noch aufgreifen will, ist ein Klassismusproblem. Also, dass auf diesen Occupy-Camps Leute waren, die total glücklich waren, dass es dieses Konsensprinzip und diesen Plenumskram gab, weil es dann plötzlich einen formal korrekten Weg gab, wie diese jetzt andere Gesellschaft zu funktionieren hat. Also Leute, für die es eine total wichtige Sache war, sich an was festhalten zu können und zu sagen, so funktioniert das jetzt, wir haben was Richtiges. Und dass das aufeinanderprallte mit Leuten, die nicht aus bildungsbürgerlicher Mittelschicht kamen, die nicht nur für die Plenar auf die Camps gefahren sind, sondern auf den Camps gewohnt haben und dass da plötzlich halt sichtbar wurde, es gibt zwei Welten. Es gibt die Leute, die kommen aus der etwas teureren Vorstadt, fahren zu den Camp-Plenars, diskutieren dann da, wie alles sein sollte und sind beleidigt, wenn das dann nicht umgesetzt wird von den Leuten im Camp, weil das ist doch das zentrale Gremium, da können doch alle hinkommen und sich beteiligen. Auf der anderen Seite natürlich der Frust der Leute, die in dem Camp gewohnt haben, sich denken, ja, jetzt kommen wieder diese reichen Schnösel, haben überhaupt gar keine Ahnung, wie es hier ist, 24 Stunden auf diesem Platz zu wohnen, erzählen uns, wir müssten uns an ihre Regeln halten und können gar nicht anerkennen, dass wir unsere Art der Entscheidungsfindung gefunden haben. Die ist vielleicht anders und die ist nicht so, wie die sich das vorstellen, aber die Küche ist doch genauso ein Entscheidungsort. Genau, das finde ich irgendwie eine der Sachen, die sich auch durchzieht, zu sagen, Entscheidungsorte sind überall. So überall da, wo sich Menschen begegnen, sind auch Entscheidungsorte entstanden. Was sowohl bei dem US-Text als auch bei dem Text aus Slowenien sehr gut durchkommt, ist so eine persönliche Entwicklung der Akteure und Akteurinnen, die schildern, wo sie selber politisch herkommen. Also, dass sie zum Beispiel an dieses Konsensprinzip geglaubt haben, weil das im Rahmen dieser sogenannten Antiglobalisierungsproteste, also mit diesen ganzen Gipfelprotesten mit Seattle und Genua und Weltwirtschaftsforum und so, als diese sogenannte Antiglobalisierungsbewegung so groß war, da war das irgendwie total selbstverständlich, zu sagen, das ist das Richtige. Das war gar nicht groß weiter diskutiert, sondern war total offensichtlich, dass es dann besser wäre. Wenn nur mehr Leute im Konsens mit so Vetorechten und sowas funktionieren würden, dann wäre alles besser. So, und plötzlich gab es massenhaft Leute, die genau das ausprobiert haben und dann war diese These quasi auf dem Prüfstand. Und dass Leute das halt auch erstmal sehr hart merken mussten, dass das, was sie da jahrelang erzählt haben und geglaubt haben, offensichtlich nicht stimmt. Dass nicht automatisch eine Methode, die vielleicht für anarchistische Bezugsgruppen funktioniert, im Großen auch total cool funktioniert und coole Resultate liefert. Und dann zu sehen, okay, im Grunde reproduziert dieses Modell dann nur im Kleinen wieder das, was wir im ganz Großen im Staat auch haben, ist eben eine der Erkenntnisse, die viele dieser Gruppen da so mitgenommen haben. In Slowenien haben sie dann so ganz
komplizierte Modelle versucht, um diese Versammlung doch noch zu retten. Zum Beispiel, dass man nur dann Vorschläge einbringen darf, wenn man auch gedenkt, sich an dem, was man vorschlägt, selber zu beteiligen, um dann wieder mehr Aktionsbezug reinzubringen. Also eigentlich schon ein sehr schlauer Versuch, irgendwie innerhalb von diesem System den Fokus von dem Reden wieder hin zu dem Handeln auf der Straße zu kriegen. Und auch das ist eben aber ein sehr ambivalentes Ding. Was sie eben auch ganz viel schildern in dem Text zu Slowenien, das fand ich ganz interessant, ist selber zu reflektieren, was es mit uns selber macht, wenn wir innerhalb von solchen Plänen Machtpositionen einnehmen. Also wenn wir selber plötzlich merken, okay, wir können diese Klaviatur auch spielen, wir wissen, wie man sich gezielt in einem Treffen an verschiedenen Punkten im Raum verteilt, zum richtigen Moment die richtige Fragestellung auf die richtige Art formuliert hat, die richtigen Leute vorher informiert hat, darauf achtet, dass man eine bestimmte Frage nur an einem Tag stellt, wo bestimmte Leute nicht in irgendeinem Plenum sind. Also dieses ganz beängstigende Gefühl, also diese Erkenntnis von, okay, wir haben das Potenzial, das, weil wir es erkennen und analysiert haben, auch selber zu benutzen und diese Versuchung es dann auch zu machen, die ist da eben auch, wie ich finde, sehr schön benannt. Und als letztes der Text zu Bosnien, den finde ich auf eine bestimmte Art am beeindruckendsten, weil ich das Gefühl habe, dass unglaublich wenig Leute wissen, dass 2014 in Bosnien Regierungsgebäude gebrannt haben. Also ist einfach mal die Polizei zurückgedrängt worden, so da sind Politiker ins Ausland geflohen, weil da Aufstand war. Und so allzu weit weg ist das irgendwie auch gar nicht von hier und trotzdem haben das hier sehr wenig Leute mitgekriegt und deswegen ist es mir immer so ein ganz großes Anliegen, irgendwie da so ein bisschen mehr drüber zu erzählen, gerade weil es sehr erfreulich ist, dass das 20 Jahre nach dem Jugoslawienkrieg möglich war, dass Leute sich nicht anhand von Ethnie organisieren und gegeneinander kämpfen, sondern sehr, sehr klar in diesen Kämpfen Nationalismus abgelehnt worden ist und die Leute solidarisch miteinander auf die Straße gegangen sind. Das, was da ganz viel Frust ausgelöst hat bei den AnarchistInnen in Bosnien, ist die Erkenntnis, dass die Widerstände auf der Straße in dem gleichen Maße abgenommen haben, wie die Plena zugenommen haben. Also, dass es tatsächlich eine ganz direkte Korrelation gab von die Plena in ihrer Wichtigkeit überhöhen und dem Rückgang der Proteste auf der Straße. Deswegen möchte ich ein paar Zitate aus dem Text zu Bosnien lesen. Was hat die Revolte in die Knie gezwungen? War es die Repression auf der Straße oder die Befriedung im Plenum? War es die Trennung von Aufstand und Plenum oder wäre sie ohnehin untergegangen? Wo wart ihr, als wir auf den Straßen gekämpft haben, wollte der alte Arbeiter von den jungen Leuten wissen, die 6 Monate zuvor die Plena ermöglicht hatten. Noch immer protestierte er jeden Tag vor dem Parlament in Sarajevo. Allerdings waren er und seine Freundinnen jetzt allein dort, so wie vor dem Aufstand. Die Kapitel, die dieser Text zu Bosnien aufwirft, sind im Grunde nochmal eine Zusammenfassung dessen, was die anderen Texte auch schon machen, nur so ein bisschen, wie ich finde, klarer strukturiert, nämlich die Gegenüberstellung von Plenum und Straße, von Institutionen versus Werkzeuge, von Forderungen stellen versus eine gemeinsame Kampfsprache finden, von Regierung versus Selbstorganisierung und im Resultat dann Demokratie versus Freiheit. Das fasst es, finde ich, auch nochmal ganz schön zusammen. 2 kurze Zitate habe ich dazu noch. Was ist mit den Menschen, die Gebäude niedergebrannt haben, frage ich. Haben die hier in Tuzla am Plenum teilgenommen? Nein, antwortete sie, das haben sie nicht. Sie haben einen Vertreter zum allerersten Plenum geschickt, bevor die Sache wirklich in Gang kam. Er sagte, wenn die Regierung keine andere Tonart anschlägt, würden sie die Gebäude anzünden. Danach kam jedoch keiner von ihnen mehr zum Plenum. Ich konnte verstehen, warum Leute, die eben den Hauptsitz der Regierung abgefackelt hatten, sich nur ungern bei öffentlichen Treffen zeigen wollten. Aber tatsächlich begann die Polizei auch, kurz nachdem alles zu Ende gegangen war, Ermittlungen wegen terroristischer Betätigung aufzunehmen. Gleichwohl,
was macht es für einen Sinn, Büros der Regierung anzuzünden, um ihr dann Petitionen vorzulegen? Mir scheint es, als sei die Revolte schon von dem Moment an dem Untergang geweiht gewesen, da zwischen dem Kampf gegen die alte Ordnung und der Schöpfung einer neuen Ordnung eine Trennung entstand. Was man hier relativ gut sieht, ist, dass es in Bosnien halt nicht geklappt hat, dass in den Plena so eine anarchistische Perspektive präsent war, die eine Distanzierung verhindert hat oder eben ein explizites Bekenntnis zu gewaltfrei oder einen reinen Fokus auf Petitionen und Appelle etc. So, was eben hier als eine der Schwachstellen auch rausgearbeitet wird. Und zum Ende noch ein letztes Zitat. Das musste passieren, betonte eine junge Mutter im schwarzen Hijab, während sie auf die ausgebrannten Reste des Regierungssitzes in Tuzla zeigte und ihre Stimme zitterte vor emotionaler Erregung. Die Gebäude mussten brennen. Der Aufstand war das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich hoffe, es wird wieder passieren. Es muss. Das nochmal, um so ein bisschen an diese Griechenland-These mit, es ist halt ein Schritt, aber der ist es halt auch wirklich anzuknüpfen und zu sagen, das hat Menschen was bedeutet. Und mindestens für diese Person hier ist es halt ein ganz konkreter Schritt weiter. Genau. Das war jetzt sehr lang, aber das ist halt auch der, wie ich finde, wichtigste Teil von dem Buch. Ja. Genau. Abschließend wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen die Frage danach, halt nach also so generell Vorstellungen von einer befreiteren Gesellschaft. Also im Grinding selber wären ja so eben so die Schlagwörter Horizontalität, Dezentralisierung, Autonomie und Anarchie beschrieben. Beim unsichtbaren Komitee war im letzten Buch die Rede von Destitution bzw. Absetzung alter Form gesellschaftlicher Vermittlung und da auch immer mit einem starken Bezug auf die Kämpfe der SAT in Frankreich. In Deutschland wird halt mit großem Interesse das konföderalistische Projekt in Rojava verfolgt, was ja auch zum Beispiel im Buch an einzelnen Stellen genannt wird und dort auch unter anderem eben als umstrittene Maßnahme bezeichnet, umstrittene Ausnahme bezeichnet wird. Genau, also das sind ja so Sachen, die sich schon auch in einer gewissen Art und Weise halt ähneln. Genau, vielleicht so ganz abschließend, was sind da so die Vorstellungen von einer befreiteren Gesellschaft, die die aufmachen? Also ich glaube, die wichtigste Antwort darauf ist, dass es kein für überall übertragbares Modell davon geben kann und sollte, was jetzt Freiheit eigentlich ist, weil das von den Menschen, die sie haben wollen oder hoffentlich haben wollen, je nach Kontext erkämpft werden muss. Deswegen glaube ich, will ich gar nicht am Reißbrett eine Antwort auf diese Frage entwerfen, was denn jetzt eigentlich der eine Anarchismus irgendwie zu sein hat. In einem der Texte, ich glaube, es ist auch Griechenland, steht drin, es ist den Leuten da nicht gelungen, den Anarchismus aus den Wolken zu einer dreckigen Anarchie auf der Straße zu machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen. Nicht in dem Moment, wo es Aufstände, Proteste etc. gibt, zu sagen, okay, aber unsere reine Lehre sagt, an der und der und der Stelle gibt es da jetzt Diskrepanzen, deswegen mischen wir uns da gar nicht ein und halten das von Anfang an für verloren, sondern zu gucken, okay, was sind denn die realen Orte, an denen gerade irgendwie Proteste, Widerständigkeiten, vielleicht auch aufständige Momente entstehen könnten und was könnte darin jeweils konkret unsere Rolle, wieder dieses große, diffuse, anarchistische Wir sein, um das in Richtung mehr Freiheit zu bewegen, weil das ja auch nie ein fertiger Zustand ist, sondern immer eine Bewegung zu mehr. Ich glaube, das unterscheidet den Anarchismus auch von vielen anderen Utopien, Ideologien, dass es eben kein fertiges Bild gibt, nichts, auf dem ich mich am Ende ausruhen könnte und sagen könnte, ja, jetzt habe ich es geschafft. Also das ist, glaube ich, auch einer der großen Unterschiede zum Marxismus. Wenn ich nur genug Lesekreise mache, dann fällt irgendwann die Revolution vom Himmel und dann ist sie halt da. So, und dann ist alles befreit und gut und dann muss ich mich auch nicht mehr kümmern, weil dann habe ich halt alles geschafft. Und ich glaube, das ist halt das, was den Anarchismus auch so schwer begreifbar macht und zu einer so großen Herausforderung, aber eben auch das große Potenzial beinhaltet, weil es halt alles sein kann. Deswegen möchte ich mehr dazu auch gar nicht sagen, als dass es halt alles sein kann. Hm.